Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video zu The Elder Scrolls Online. Mein Name ist Zuroth und ich möchte euch mit meinen Videos ESO näher bringen. Der öffentliche Release war am 4.4. dieses Jahr. Aber ich wollte eigentlich früher spielen, nur das ging leider nicht ganz. Man hat dann 5 Tage früheren Zugang bekommen oder 3 Tage früheren Zugang, hat natürlich mehr gekostet. Allerdings gab es für die 5 Tage, die früher Zugang hatten, gab es dann nette Features, ein Pferd zum Anfang. Und die drei Tage früher Zugang hatten, die haben dann, also ich habe ein Haustier bekommen, das war ein Affe. Der läuft dann einfach Buggy immer hinterher, der, auch wenn man steht, der läuft einfach nur. Der hat, glaube ich, zu viel Energie. Naja, aber zum Thema die Charaktererstellung in meinem ersten Video. Relativ simpel, allerdings kann man damit auch schön viel Zeit verplempern. Ganz einfach erstellen, hier unten links, rechts, Entschuldigung. Man wählt dann zwischen männlich oder weiblich. Was man machen möchte, ist selbstverständlich immer wieder spannend. Dann haben wir die Allianzen. Die Allianzen. Wir haben 3 zur Auswahl. Ich habe bisher noch keinen Vorteil davon erfahren, welche Allianz man wählt. Allerdings, ich glaube eher, dass wenn man eher PvP-Spieler ist, vielleicht dann irgendwann wählen sollte, wo man spielen möchte. Das wird sich aber im Laufe der Zeit irgendwann herauskristallisieren, welche Allianz stärker ist. Ich hatte zu Anfang der Ebenherzpakt gewählt, weil da meine ganzen Freunde spielen. Den wähle ich diesmal wieder, einfach nur zum Zeigen, Testen. Dann haben wir das Volk. Hier haben wir die Argonia, Hochelf, Bretone, Ork, Waldelf, Dunkelelf, Nord, Khajiit und Rotwadrone. Hier ist es auch wichtig, was ihr spielen wollt. Möchtet ihr einen Heiler spielen? Ich habe von vornherein gesagt, ich möchte einen Heiler spielen. Habe ich mir alles durchgelesen. Ich habe zwar die Beta gespielt, da stand das noch alles auf Englisch. Da konnte ich dann sehen, alles klar, Argonia haben super Heilfähigkeiten, blablub, habe ich das genommen. Hatten wir den Heiler, habe ich dann einfach angefangen und die haben halt hier im Umgang mit Heilungs- und Wiederherstellungsmagie bessere Fähigkeiten haben. Möchte man allerdings einen Tank spielen oder so, so sollte man sich das alles mal durchlesen. Ich glaube, da war die Rotwadrone, genau, die Rotwadrone war nicht verkehrt. Muss man selber wissen, was man dann machen möchte. Allerdings, so wie meine Erfahrung ist, man kann alles, egal was. Also jeder hat bestimmte Heilfähigkeiten und so. Allerdings für den Endcontent ist das dann eher interessanter, wenn man dann doch Heiler ist und dann die gewissen Fähigkeiten benutzen kann. Ich werde jetzt einfach mal einen Khajiit nehmen. Da kommen wir dann auch schon zu der Klasse. Da haben wir vier Klassen zur Auswahl. Drachenritter, Zauberer, Nachtklinge und Templer. Der Drachenritter, so wie ich das mitbekommen habe, ja, würde ich auch als DD wählen. Also kann auch zaubern. Ich würde es als normalen DD nehmen. Zauberer, hört man schon, ist Zauberer. Attribut ist Magicka, Mana. Ich hatte zum Beispiel für meinen Heiler, für den Argonia, hatte ich dann Templer gewählt. Das hört sich gleich an wie ein Paladin aus WoW. Kann man auch so sehen. Sollte aber, ist aber etwas anders. Man kann jede Rüstung tragen. Mittel, leicht, schwer, ist völlig egal.
Allerdings hat man, wenn man Heiler machen will, zum Beispiel auf leichte Rüstung Attribut, da kann man dann skillen, dass man mehr Magicka-Wiederherstellung hat und mehr Rüstung auf bestimmte Zeit und sowas. Ich wähle jetzt für meinen Khajiit, wähle ich aber mal die Nachtklinge, da sich das für mich angehört hatte, als ob das ein Schurke bzw. Jäger wäre. Und das war für mich dann auch nicht uninteressant. Und da kommen wir dann schon zum Körper. Das sehen wir hier oben rechts im Bild. Hier kann man Stunden mit verbringen. Ich habe, glaube ich, das erste Mal 45 Minuten gebraucht, bis ich das mit meinem Agonia hatte, bis ich den so haben wollte, wie ich ihn dann auch bekommen habe. Hier kann man zu hager, stattlich, so also ein bisschen dicker, eine dicke Katze oder muskulös. Ich werde ein bisschen ausgeglichen machen. So. Ich werde jetzt einfach nur ein bisschen hier rumspielen, dass das nicht zu lange dauert. Größe, ja, machen wir eine kleine Katze. Und den Rest lasse ich jetzt einfach so. Man kann hier sehr viel verändern. Da müsst ihr gucken, wie ihr das haben wollt. Man kann zwar auch zufälliges Aussehen machen. Manchmal hat man Glück, da findet man dann was. Ich nehme jetzt hier auch mal einfach ganz schwarz. Sehr dunkel. Ist nicht schlecht für einen Schurken, der sich verstecken tut. Dann kommen wir zum Kopf. Den werde ich jetzt auch nicht so viel verändern. Da hört man dann die Stimmen hier, wo ich gerade draufklicke. Ist ganz lustig. Ich habe noch nicht viel davon gehört, aber ist nicht so wichtig. Augen kann man hier alles verändern. Ich finde das einfach nur klasse. Sowas kannte ich das erste Mal von Age of Conan und habe es dann auch irgendwann mal bei SWTOR mal gesehen. Das muss jedem selbst überlassen bleiben, wie er das haben möchte. Das ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Oder man macht einfach das zufällige Aussehen. Ach egal, machen wir einfach mal. Interessant mit einem Iro. Ja. Könnte besser sein. Langer Löwenmähne. Dann nehmen wir den nochmal. Aber ich möchte ihn in Dunkel haben. So. Sieht doch schon cool aus. Dann haben wir den Kopf. Ja, den Kopf hatten wir eben. Allerdings. Hey, den verändere ich jetzt einfach nicht. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Namen. Wir haben hier viele Möglichkeiten, wie man das sieht. Der Name darf nicht mit einem Leerzeichen beginnen. Okay, das ist fast klar. Sollte mit einem Buchstaben enden. Also muss es auch. Nicht mehr als zwei identische Zeichen in einer Reihe. Also ich glaube nicht, dass ich TT. Nee, das darf ich nicht. Keine aufeinanderfolgenden Sonderzeichen, höchstens vier Bindestriche, Apostrophe oder Leerzeichen. Ist okay, da kann man dann aber trotzdem immerhin noch mehr machen, wie in WoW. Machen wir einfach mal einen Namen. Jetzt ist es wieder rot, weil ich ein Leerzeichen gemacht habe. Allerdings kann man hier auch zum Beispiel einen Bindestrich machen und dann kann man sich im Prinzip einen Titel geben. Hat lange Fingernägel oder sowas. Es ist. Doch, geht nicht. Doch. Na, so lang geht's leider nicht. Aber da bleibt einem sehr viel überlassen. Schmus gerne oder sowas. Allerdings sieht man das auch immer. Das habe ich schon gesehen im Spiel.
als ich meinen ersten Charakter gespielt habe, man sollte sich das echt überlegen, was man nimmt. Denn ich habe zum Beispiel auch für die Haare und sowas, ich habe noch keinen Friseur gefunden. Und ich glaube auch nicht, dass es in der nächsten Zukunft eine Möglichkeit geben wird, den Namen zu ändern oder andere Sachen zu ändern. Das wird es erstmal, glaube ich, nicht geben. Ja, und hier kann man auch sehen, wie das mit der Anfängerrüstung aussieht oder Veteranenrüstung. Nackt könnte man jetzt auch anzeigen lassen. Also kann man sich schön was machen, dran basteln. Ja, und dann können wir eigentlich jetzt auch gleich starten. Hier beende ich erstmal das Video und wir sehen uns im zweiten Teil. Ich freue mich auf Kritik, Anregungen, Fragen. Schreibt es einfach unter dieses Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.